Was für ein Spiel war das heute? Tilburg Trappers, Memmingen Indians. 5-4 Overtime. Gleich wie letzte Freitag. Und nach der 4-3 bekam Tilburg ein Powerplay. Und du sagst, keine Tore mehr. Ja, es war allgemein heute, glaube ich, wieder ein sehr intensives Spiel. Beide Mannschaften wissen, dass sie richtig gut sind und es wird um jeden Zentimeter Eis gekämpft. Und ich glaube, das hat man heute wieder bis zum Ende gesehen. Es sind immer enge, knappe Spiele, zweimal Overtime. Und ja, wir sind glücklich, dass wir natürlich den zweiten Sieg einfahren konnten. Es sieht so aus für mich. Ich war auch der Verschlaggever. I talked about the game upstairs for Sprade. Wenn Tilburg einen Fehler macht, profitiert Memmingen. Ja, wir versuchen es. Es klappt ziemlich gut. Wir schießen oft zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Versuchen die Fehler natürlich vom Gegner auszunutzen. War heute ganz gut, bis auf das, dass wir, glaube ich, im zweiten Drittel oft zu viele Strafzeiten genommen haben. Und dann, ja, war es wieder ein enges Spiel. Ja. Was hat der Coach gesagt zwischen der Break 2 und Periode 3? Hat er gesagt, ruhig an die Strafen? Ja, natürlich, das waren zu viele Strafzeiten im zweiten Drittel. Da haben wir schon gesagt, dass wir weniger Strafzeiten im letzten Drittel nehmen sollen. Ja. So dann, ich denke, man macht das fertig am Dienstagabend in Memmingen. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich meine, jedes Spiel muss gespielt werden. Und ja, ich glaube, es wird wieder ein unheimlich intensives Spiel. Und ja, natürlich hoffen wir, dass wir das Spiel zu Hause gewinnen können. Ich denke, die Leute vom Tilburg sind demoralisiert. Das weiß ich nicht, aber im Eishockey ist es erst vorbei, wenn einer 3 Siege gewonnen hat. Und deswegen, wir haben jetzt 2 Siege, es schaut ganz gut aus, aber die Serie ist noch nicht vorbei. Okay, vielen Dank, gute Heimfahrt und nicht so viel Glück am Dienstag. Dann sehen wir uns Freitag wieder. Danke.